Okay, deine Aufgabe ist ja mal Brüche anzuschauen, gemeine Brüche, ja, und zu schauen, wie sieht denn die Dezimalbruchentwicklung von Brüchen aus? Welche verschiedenen Typen gibt es denn da? Ja, und ich mache jetzt gerade mal ein Beispiel. Okay, nehmen wir mal hier den Bruch 1,5, ne? Das ist klar, der Bruch 1,5, dieser gemeine Bruch hier, der ist Dezimalbruchschreibweise hingeschrieben 0,5. Okay. Vielleicht noch wichtig, ne, hast du auch gelesen, diese Brüche hier, die sollen schon in gekürzter Darstellung sein. Okay. Also bei nur ein Halb kommt 0,5 raus. Ne? Wenn man mal ein Drittel nimmt, dann kommt 0,333333 und so weiter und so weiter raus. Das scheinen ja schon unterschiedliche Typen zu sein, ja? Und jetzt gucken wir mal hier, nehmen wir mal ein Sechstel. Was ist ein Sechstel? Da kann man Taschenrechner mal bemühen, ne? Wenn man es nicht weiß. Ein Sechstel ist gleich 0, aha, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, hoppala, so, 6 und so weiter. Das scheint auch ein bisschen ein anderer Typ zu sein. Okay. Jetzt untersuch mal verschiedene Brüche und guck mal, welche verschiedenen Typen rauskommen, ne? Und in welchen Fällen welcher Typ rauskommt. Das ist sozusagen das Ziel. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Überleg dir mal, ob das eher vom Zähler oder eher vom Nenner abhängt, welcher Typ da hinten rauskommt, ne? Man kann ja hier beispielsweise mal die ein Sechstel nehmen und gucken wir mal, was passiert bei 5 Sechstel, ne? Bei 5 Sechstel, gucken wir mal, was da rauskommt. Wenn man den Zähler verändert, 0,83333 und so weiter, ne? Ist das derselbe Typ oder ein anderer Typ? Ne? Spielt es eine Rolle, wenn ich jetzt hier ein Halb habe oder 5 Halbe, ne? Das ist 2,5. Und aufgepasst, ne, wenn man jetzt hier zum Beispiel 4 Sechstel bildet, ne, das darf man nicht in unserem Fall, weil wir gesagt haben, wir wollen nur gekürzte Brüche haben. 4 Sechstel ist nicht gekürzt. Okay, also untersuch mal verschiedene Brüche, schau mal, welche Typen hinten rauskommen und ja, ob diese unterschiedlichen Typen, ob die vom Zähler oder vom Nenner abhängen oder wovon die abhängen.